Nächster Redner, Josef Chapp, SPÖ. Sie waren schon mal besser. Da spricht eine gewisse Ratlosigkeit, und je lauter Sie applaudieren, desto ratloser sind Sie. Das ist mir nämlich schon aufgefallen. Heute haben wir neue Phonstärken bei Ihnen herausgehört. Und ich sage Ihnen noch was, die Nummer geht auch nicht mehr auf. Der Herbert Ratlos kommt heraus und sagt, ich bin ein Opfer. Ich werde verfolgt. Oder noch besser, er fühlt sich verfolgt. Das muss er dann in der Fraktion klären, da kann ich nicht mehr mitdiskutieren. Aber mit der Nummer kommen Sie nicht mehr durch. Denn nach den beiden Wortmeldungen, sowohl des Bundeskanzlers wie des Vizekanzlers, waren Sie heute gefordert, dass Sie dazu inhaltlich Stellung beziehen. Und nur mit einer Wirklichkeitsprojektion, die Sie gerne hätten, die aber nicht die Wirklichkeit ist, werden Sie auf die Dauer nicht durchkommen. Ich finde es mutig, dass Sie Neuwahlen fordern. Wieso glauben Sie, dass Sie deswegen gewählt werden jetzt nach dieser Vorstellung? Ich kann mir schwer vorstellen, dass das wirklich so sein wird. Was wäre heute nicht billig? Er hat heute den, normal sagt man Elchtest, ja, dass er da auf das wirklich inhaltlich eingeht. Und dann sozusagen, heute hat man die Grenzen populistischer Rhetorik und populistischer Argumentation sehen können. Und das war kein Elch, das war ein Hauskatzel, was von einer Straßenseite zur anderen rübergewechselt hat. Und das hat genügt, damit dieser Test daneben gegangen ist. Wissen Sie, was ich mir erwartet hätte? Ich hätte mir erwartet, dass Sie mir was zum Arbeitsmarkt sagen. Nicht sagen, die Leute, fürchtet euch, biblisch, wie sogar auf Sie aufs Biblisch gekommen, weiß ich nicht, fürchtet euch, das ist zu wenig. Sie müssen sagen, was sind die Probleme des Arbeitsmarktes, das ist nicht nur die Digitalisierung, Globalisierung, das ist der Arbeitsmarkt in der EU, das sind die Wanderungen, was fällt Ihnen dazu ein? Dickes, fett, danke für den Zwischenruf, mir war es nicht eingefallen, dickes, fettes, nichts. Zweiter Punkt, leistbares Wohnen. Nein. Ja, das Lachen wird Ihnen dann am Schluss noch vergehen, weil für den Schluss einmal was für Sie aufkommt. Leistbares Wohnen. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, was die Menschen interessiert. Da schauen ja Menschen zu, die wollen ja wissen, ob wir imstande sind, hier im Haus ernsthaft diesen Appell, dass wir jetzt an diese Fragen herangehen und sie auch lösen. Und es ist die Auswirkungen der Finanzkrise, Euro, EU, Griechenland, und auch die Schieflage, die ökonomische und all das, was mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zusammenhängt und die zu diesen Wanderungen führen. Was ist die Antwort? Was ist Ihre Antwort auf der europäischen Ebene? Wollen Sie mit, ja genau, also ob die Marine Le Pen eine Antwort ist auf diese ganzen Probleme, wage ich zu bezweifeln. Ja, also das wage ich zu bezweifeln, die ist es sicher nicht. Also meine Frage ist daher, was ist Ihre Antwort dazu? Und ich könnte das fortsetzen zur Bildungsreform. Wenn die Frau Ministerin nimmt dazu Stellung, das war Ihnen kein einziges Wort wert. Sie haben nichts zur Bildungsreform gesagt. Und ich muss Ihnen sagen, leider kommt für Sie die Bildungsreform zu spät, Herr Kollege Kickl. Leider kommt es für Sie zu spät. Und ja, man kann ja noch hinzufügen, also allein diese Debatte, dass die Menschen wollen sich in diesem Land sicher fühlen und sie sind für ein besseres Leben. Und da gehört dazu die Bildungschancen, da gehört dazu das Wohnen, da gehört dazu der Arbeitsmarkt, da gehört dazu auch das Pensionssystem, da gehört die Sicherheit der Altersversorgung. Wenn Sie einmal nach Amerika schauen und sagen, was der gute Sanders hier fordert, lauter Dinge, die in Österreich selbstverständlich sind. Wir haben in Österreich was zu verteidigen, wir hätten in Österreich was zu verlieren. Ob das die Pension oder das Gesundheit, angenehm an Ihnen wird schlecht jetzt, irgendwie, nicht wegen der Rede, also es war ein anstrengender Tag. Dagegen sind Spital, Sie werden dort versorgt, Sie halten die E-Card hin. Ja? Und es ist super. In Amerika und in anderen Ländern ist, wenn Sie eine Krankheit haben, damit verbunden. Obdachlosigkeit, Armut, Altersarmut, manche sind gar nicht in Versicherungen, Krankenversicherungen, Pensionsversicherungen drinnen. Das sind Leistungen, auf die wir aufbauen und die diese Regierung hier nicht nur verteidigen, sondern auch zukunftsfit machen soll. Und wissen Sie, was mir noch ein besonderes Anliegen ist? Wir haben hier keinen Wettbewerb des Runterredens und des Schlechtredens. Das finde ich ist schade. Das hat dieses Land mit den vielen fleißigen Menschen, die tagtäglich zur Arbeit gehen, wirklich nicht verdient.
das haben die Pensionisten nicht verdient, die dafür schon gearbeitet haben, und die Jugendlichen, um deren Zukunft es geht. Schlechtreden, das bedeutet, sie glauben nicht an Österreich. Ich glaube an Österreich. Und ich glaube an Österreich, das ist soziale Gerechtigkeit, das ist auch die unternehmerische Gesellschaft. Ja, auch die Förderungen im bäuerlichen Bereich, natürlich, Landschaftsschutz, Tourismus, natürlich Förderungen fürs Unternehmerische. Jetzt geht es aber langsam applaudiert, jetzt tue ich mich gerade so. Ja. Also natürlich ist das ein Teil, aber es muss die Basis der sozialen Gerechtigkeit damit auch garantiert sein. Wir brauchen keine neoliberale Dschungelgesellschaft, sondern wir brauchen ein Weitergehen, und das ist der Garant. Davon sind wir alle davon zutiefst überzeugt. Und jetzt können auch Sie applaudieren, weil es war nicht schlecht, wenn Sie hier mittun würden, dass wir gemeinsam hier vorgehen und gemeinsam für Österreich kämpfen. Josef Czap erntet auch Applaus von der ÖVP, was in vergangenen Zeiten nicht sehr oft der Fall war.